Istanbul, eine der wenigen echten Megacities in Europa, wird Kulturhauptstadt 2010. Aus diesem Anlass soll Istanbul schön gemacht werden. Nirgendwo soll ein negatives Bild unserer Städte bleiben. Die Orte, auf die wir schauen, sollen schön werden. Dafür sorgen wir. Aufgrund neuer Gesetze werden ganze Stadtviertel abgerissen. Hier sind schon 5 Leute nach dem Abriss ihrer Häuser an einem Herzinfarkt gestorben. Ein Kleinkind ist auf dem Boden eines Notzeltes erfroren. Ich musste auch für 17 Tage im Dreck der Straße schlafen, als mein Haus abgerissen wurde. Mein Herz hielt das nicht aus, da ich dabei meine Tochter und meine Mutter verloren habe. Die angestammten Bewohner sollen in Satellitenstädte weit außerhalb der Stadt umgesiedelt werden. Wie die AKP versucht, Istanbul zu modernisieren, durch Modelle, die eigentlich hier in den 50er, 60er Jahren, also Großsiedlungsbauern in Peripherien, Flächenabriss, Umsiedlung von Bewohnern über zig Kilometer hinweg. Wie wird Istanbul 2010 als Weltkulturhauptstadt aussehen? Wer werden die Gewinner und Verlierer dieser Entwicklung sein? Während es für die einen um Macht und Profit geht, geht es für die anderen um das reine Überleben. Ja.